Wer ist denn das, Alter? Ich kenne dich doch aus der Kantine. Ja, ist wohl so. Du weißt, der Kampf in der Kantine? Kann sein. Keine Sorge. Du kannst echt deinen Mann stehen. Das respektiere ich. Aiden, stimmt's? Der Commander will, dass du zu unserer Gruppe gebrieft wirst. Missy heißt dich willkommen. Missy! Wo ist Matt? Im Feld. Er ist in Old Villador auf eine Spur gestoßen. Du musst warten. Siehst du die Tafel da? Es gibt Unmengen zu tun und mir fehlen Leute. Willst du uns unter die Arme greifen? Wir zahlen gut. Sanitäter, schnell! Scheiße, das ist Major Matt. Sanitäter, irgendwas ist schnell! Passiert. Mach Platz! Zur Seite! Er verblutet! Scheiße. Alter, sieht gar nicht gut aus. Sie. Bringt ihn zur Krankenstation und ruft die Sanitäter! Wir müssen ihn retten! Halten Sie durch, Aether. Wir lassen Sie nicht hängen. Hören Sie? Auf geht's. What the fuck? Hoffe lieber, dass Aether überlebt. Wir haben zu viele Leute in Old Villador verloren. Jack wird alles unternehmen, um herauszufinden, wer das war. Eine Schande, das zuzugeben, aber ich habe geweint, als in der Stadt die Lichter angingen. Verdammt, auch die Kantine! Wissen Sie, was das ist? Dieser Schlagring gehörte zuerst Commander Lucas. Dann wurde er an Aether weitergegeben. Was in Old Villador passiert ist, das darf nicht wieder geschehen. Wir müssen die Stadt retten, Aiden. Vor der Seuche, vor dem Schlechter und seinen Männern. Was auch immer sie planen. Okay, aber über Funk sagten Sie, dass Sie Informationen für mich haben. Ja, bevor wir uns darum kümmern, sagen Sie mal, Aiden, wofür brauchen Sie diese Datenbank? Was ist da gespeichert? Das weiß ich ja selber nicht, Alter. Etwas Persönliches. Belassen wir es vorerst dabei. Ich verstehe. Passt schon. Vorerst. Ich habe sie hergebracht, weil ich weiß, dass sich ein paar GRE-Wissenschaftler in der Stadt verstecken. Wir haben einen von ihnen aufgespürt, kurz vor dem Angriff der Abtrünnigen. Klingt nicht übel. Wenn ich den Wissenschaftler finde, kriegen wir raus, was er weiß. Wenn er nutzlos ist, finden wir einen anderen. Und noch einen, bis sie die Antworten bekommen, die sie suchen. Also gut, was wollen Sie als Gegenleistung? Was glauben Sie, was ich will? Vielleicht das gleiche wie Sie. Die Stadt hat wieder Strom. Die Abtrünnigen greifen an. Sie haben zum ersten Mal seit Kriegsende unsere Posten im Stadtzentrum angegriffen. Aber es haben sich auch neue Möglichkeiten für uns ergeben. Dank der Elektrizität können wir die größte Antenne im Stadtzentrum in Betrieb nehmen. Auf der Spitze des VNC-Turms. Was? Sie wollen den Schlechter per Funk besiegen? Gewissermaßen. Mit dem Signal erreiche ich eine große Anzahl von Menschen. Die Kommunikation zwischen den Siedlungen wird verbessert, wir können mehr Rekruten anwerben und die Stadt verteidigen. Und es wird einfacher, die überlebenden GRE-Ärzte zu finden, die sie suchen. Okay. Squilter has spent 2 days, 10 hours watching Pantex. Was? Ich will sicher gehen, dass die 2 Tage sind ja schon lange voll, wat? Jeden Preis. Ihre. Alles in Ordnung, Sir? Mayor wird Ihnen 50 Stunden hast schon knackt, was? Sofort zu ihr. Oh, und Aiden. Sie müssen mich nicht Sir nennen. Freunde nennen mich Jack. Okay. Jack. Na, na. Matt schickt mich. Ja, er wollte, dass ich dir das hier gebe. Eine kleine Belohnung dafür, dass du uns Peacekeepern geholfen hast. Eine UV-Taschenlampe. Könnte von Nutzen sein. Danke. Er erwähnte einen Plan. Der VNC-Turm. Jetzt, wo die Lichter an sind, können wir über die TV-Antenne eine Mobilwache verkünden. Aber zuerst müssen wir auf die Spitze gelangen. Und das ist ein weiter Weg. Was willst du wissen? Was wollen wir wissen? Erzähl mir mehr über diesen Radiosender auf dem Turm. Es ist das höchste Gebäude in Villador. Es war einst das Symbol für die Größe der Stadt. Jetzt ist es ein Symbol für ihren Untergang. Warum sagst du das?
Diese Antenne könnte die Stadt wieder zusammenbringen. Aber wenn jemand darauf geht, um sie einzuschalten, rate mal, was dann passiert. Nichts Gutes, denke ich. Verdammt richtig. Das Leuchtfeuer, das die Stadt erhellen könnte, ist eine Todesfalle. Wir hoffen, dass das dieses Mal nicht so ist. Wir werden sie mit UV-Lampen beleuchten. Okay, los geht's. Sind die Scheinwerfer in Position? Das wären sie, wenn Juan vom Nachschub mal seinen Job machen würde. Und das hat er nicht, nehme ich an. Er spielt schon seit Tagen Verstecken mit mir und ist viel zu spät dran. Geht mir auf die Nerven. Sieh also erstmal nach, wo sich Juan rumtreibt und was da los ist. Und wenn du ihn findest, dann tritt ihm kräftig in den Arsch. Mit schönem Gruß von mir. Eure Geräte, ich wollte sie nicht nass werden lassen. Ich suche nach Juan Reyna. Du scheinst nicht in seinem Terminplan zu stehen. Es ist dringend. Kann ich mal an PR gewöhnt? Nee, ich auch nicht eigentlich. Hat aber lustigerweise gestern Nacht, habe ich kurz überlegt, ob ich mich mal wieder in Realm reinhau. Als PR, keine Ahnung. Wo Monsieur Reiner ist, ist seine Privatsache. Warte, wenn es sein muss. Sonst noch was? Matt wird nicht glücklich sein. Bin back, welcome back und Mahlzeit. Inhalieren Sie die Nuggets der Chicken. Komm gerne wieder. Nicht so unverwundbar, wie ich gehört habe. Am Anfang wurden Sie Ihrem Motto gerecht. Das ist so ungewohnt, holy shit. Vom Movement her meinst du und so? True diese. Bei mir ist auch die Sense ein bisschen higher, dass ich schneller nachziehen kann, weil es Game generell schneller ist als Valor zum Beispiel. Ich habe Befehle, dich zu das haut mich auch immer nach links und rechts, wart. Kennt mich auch nicht aus. Ich weiß, wer du bist, Aiden. Nach dieser Aktion mit den Abtrünnigen will die halbe Kantine ihren geliebten Nachwuchs nach dir benennen. Einschließlich Winnie hier. Aber du hast unsere Mahlzeit unterbrochen. Nenne dein Anliegen in einem Satz und verschwinde danach bitte wieder. Du weißt sehr genau, warum ich hier bin. Die UV-Lampen. Maya sagt, du schuldest den Peacekeepern eine Lieferung. Und du glaubst, dein Gebell macht Eindruck bei mir? Der Obertrottel Jack glaubt, dass er seinen Terrier schicken kann und alle machen sich dann vor Schreck in die Hose. Aber was kann ich auch erwarten? Der erkennt nicht einmal den Unterschied zwischen Champagner in einem Kristallkelch und Wasser in einem Hundenapf. Kein bisschen Finesse. Ist doch so. Oder, Vinny? Ich weiß nicht. Keine Angst. Es ist ja nicht so, als würde Jack hier einmarschieren und dich hängen lassen. Zumindest nicht jetzt. Ach, Vinny. Lass dir endlich ein Rückgrat wachsen. Du willst meine Aufmerksamkeit, Aiden? Zeig mir, dass du sie verdienst. Was kannst du anbieten? Hör mal, ich versuche nur zu helfen. Nein, technisch ist das Game anders, ja. Safe. Jetzt geht also das Kriechen und Betteln los. Das wird richtig toll. Brauchst wirklich du sie? Oder Jack? Was hat er dir versprochen? Sieh mal, du solltest liefern und ich wurde gebeten, dafür zu sorgen. Und wie willst du das tun? Willst du vielleicht mit deinen hübschen Augen klimpern? Ich sage ja nicht, dass du nicht mein Typ wärst. What the fuck? Bist du nämlich. Ich brauche aber einen Grund, bevor ich Vinny das Herz breche. Du musst dich also noch etwas mehr anstrengen. Okay. Der schmeißt sich an uns ran, der... Wie wäre es mit einem Kriegsgericht? Matt könnte das machen, oder? Ein Kriegsgericht? Du hast keine Ahnung, mit wem du hier redest, oder? Wer würde dann die Verträge mit den Lieferanten... Mit jemandem, der mein Ass will, rede ich da. ...und mit Waffen und Kleidung versorgen. Eine Woche ohne mich und die Peacekeeper hätten nichts mehr. Nachschub ist alles. Versuch es nochmal, Mann. Und diesmal ohne Improvisation. Deine Zeit ist um. Du hast mein Interesse nicht wecken können. Was willst du, Juan? Juan. Wie es so schön hieß, wenn du nach dem Preis fragen musst, kannst du ihn dir nicht leisten. Zurück zu den dringenden Angelegenheiten. Und?
Hast du Fortschritte mit diesem Auftrag? Gerade wieder rein auf Ehre. Ich habe bisher Arena gespielt vor zwei oder drei Tagen. Nach zwei oder drei Runden ging es dann eh schon wieder fit, ja. Und eine Runde BR, da bin ich Zweiter geworden, leider. Mensch. Da habe ich sogar die Dings gefunden, die. Wie heißen die starke Sniper? Den vorletzten hätte ich ihm. Aber ich war noch zu weit weg, bin hingerusht, da ist er schon wieder gestanden und die haben sich in der Hütte eingecampt mit. Oh, was war das? Lober und Watson oder irgendwie sowas? Nicht mehr ganz sicher, auf jeden Fall. War das ein bisschen räudig dann zum Fighten und dann bin ich gestorben. Er muss wieder an die Arbeit. Jack braucht UV-Lampen und Juan trödelt nur herum. Das wird schwierig. Juan hört ja kaum auf Jack. Ich denke, dass er noch weniger auf dich hören wird. Er hat seine eigenen Männer und seine eigene Machtbasis und das reibt der Jack gern unter die Nase. Was kann ich da machen? Mach's wie jeder. Bestich ihn. Er liebt Gemälde, Kunstgegenstände, teuren Scheiß aus der Zeit vor dem Niedergang. Wenn er etwas sieht, das mal wertvoll war, kann er sich nicht mehr bremsen. Null Selbstkontrolle. Hm. Wo finde ich sowas? Ich hörte von einem alten Polen, der in einem Penthouse bei der Liberation Passage lebte. Es heißt, er sei Kunstsammler gewesen. Versuch's mal dort. Da kommst du nur mit dem Gleitschirm hin. Deswegen besteht die Chance, dass du dort noch was findest. Ich bleibe über Funk erreichbar und werde dich leiten. Und was ist mit dir, hä? Gehst du jagen? Nein, auf eine Party. Daniel hat Geburtstag. Aber manchmal überschneiden sich Gästelisten ja durchaus mit Abschusslisten. Komm doch mit und trink mit uns, sobald du mit Juan fertig bist. Ich glaube, Daniel mag mich nicht. Der mag niemanden. Wir sehen uns.